Aufwachen! Kommt, ihr Schlafmützchen. Wir dürfen ja wieder ein Zettel vom Adventkalender aufmachen. Ja, schnell. Omi! Omi, ich bin wach. Omi, wo bist du? Hi, Lilibi. Hast du gut geschlafen? Ja, Omi. Du, Omi, welches Sackerl vom Adventkalender darf ich heute aufmachen? Jo, heute ist der 5. Dezember, also das, wo ein Fünfer draufsteht. Wo ein Fünfer draufsteht? Ist gut, Omi! Du, Omi, wie schaut denn ein Fünfer aus? Schau, ich schreibe ihn dir da aufs Zettel. So, das ist der Fünfer. Ein dicker Bauch und zwei Striche. Danke, Omi, das finde ich. Ein dicker Bauch und zwei Striche, ein dicker Bauch und zwei Striche, ein dicker Bauch und zwei Striche. Dick Bauch, wo bist du? Hab dich! Nein, doch nicht. Dick Bauch, wo bist du? Hab dich! Nein, auch nicht. Sag einmal, Lauscher, wo versteckst du dich denn? Ah, stimmt, Nackerbabi, das ist er, genau. Ha, du hast aber gute Augen. So, wer von uns macht heute das Adventsackerl auf? Ich soll auszählen? Ist gut. Auf einem See, See, See steht ein Reh, 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 Ritsche, Ratsch, das Reh macht Platsch. Ich bin das Reh, das Platsch gemacht hat. Ich darf aufmachen. Tut mir leid. Aber ihr könnt zuschauen. So. Oh. Schaut mal. Kekseausstecher. Ein Tannenbaum. Ein Stern. Und ein Zwerg mit Mütze und Stab. Ha, das ist gut. Omi, schau mal. Schau mal, was ich hab. Das ist besonders lustig. Schau. Ein Zwerg mit Mütze und Stab. Aber Lilubi, das ist doch kein Zwerg, nicht? Wer hat eine Mütze und einen Krummstab, hä? Der Nikolaus. Omi, das ist ein Nikolaus-Keksausstecher. Ja, genau. Kommt der Nikolaus schon heute? Na, Lilubi, erst morgen. Aber ich hab mir gedacht, wir bereiten für ihn schon mal was vor. Omi, ich hab schon was vorbereitet. Ich kann ein Gedicht. Ich bin frech, wild und wunderbar. Niklas, komm auch dieses Jahr. Bitte. Und, Omi, ich hab ihm auch noch eine voll schöne Zeichnung gemacht. Hi, Lilabe, das wird ihn aber gefreien. Und weißt du was? Zum Gedichtel und zur Zeichnung, da geben wir ihm auch noch Keksel dazu, ha? Ja, Omi! Machen wir jetzt Kekse? Ah ja, wüsst nicht vorher, vielleicht einen Kakao trinken und was frühstücken. Nein, Omi, ich koste dann die Kekse, weil wir müssen ja auch schauen, ob sie für den Nikolaus gut genug sind. Ah ja, gut, dann schauen wir, ob der Keksteig schon fertig gekostet hat. Omi, wovon bitte ist der Keksteig müde? Von meinem Durchkneten ist er müde. Aber schau mal, das schaut gut aus. Da können wir gleich den Teig ausrollen. Schau, so, brauchen wir das Nudelholz. So. Oh, er wird ja mal größer. Ja, jetzt noch in die Richtung, dass genug Fläche da ist zum Ausstechen. So. Und ich darf ausstechen? Ah ja, freilich. Gut. Dann kommen hierhin Sterne. So. Und da kommt ein Baum hin. Und noch ein Baum. Und noch ein Baum. Das ist ja schon ein ganzer Wald. Und jetzt kommt der Nikolaus. So. Der stapft durch den Wald. Und da legt er sich hin. Und da, da stellt er sich auf den Kopf. Und dann brauchen wir da noch einen Stern dazu. Und da brauchen wir noch einen Baum dazu. Und da,
geht sich noch ein Stern aus und noch ein großer, großer Nikolaus. Omi, alles ausgestochen. Gut, hast du es gemacht. Schau, jetzt brauchen wir das Backblech. So. Und dann geben wir noch ein Backpapier drauf. Und jetzt werden wir mit dem Messer vorsichtig deine Sterne und deine Bäume und deine Nikoläuse, auch die, die am Kopf stehen, so aufs Backblech geben. Omi, du bist ja volle Dolle schnell. Jo, Lilube, Übung macht die Meisterin. Und jetzt, was glaubst du, machen wir jetzt? Ja, das ist ja einfach. Jetzt kommen die Kekse ins Backrohr. Genau, so, das mach ich, gell? So, dalle. Und die Uhr einstellen. 10 Minuten. So, magst du jetzt was frühstücken, Lilube? Nein, Omi. Ich schau jetzt den Keksen beim Wachsen zu. Ei, ist gut. Lasst uns froh und munter sein und springt bald in mein Bäuchlein rein. Lustig, lustig, tralalalala. Morgen ist Nikolausabend da. Morgen ist Nikolausabend da.